Seid ihr herzlich willkommen. Das Drei-Fragezeichen-Orakel. Die erste Frage ist, was denkt er? Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Und die dritte Frage ist, was wird er tun? Das ist diesmal eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel oder eine andere zu buchen. Dann ist es persönlich. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Diesmal arbeite ich mit den Zigeunerkarten. Ich weiß aber nicht, ob ich diesen Begriff sagen darf. Man muss immer überlegen, was man vermittelt. Es sind schon Einschränkungen da. Aber ich denke, das ist immer noch korrekt. So heißt dieser Kartendeck. Die erste Frage ist, was denkt er? Dieser Dieb entfernt die Liebe. Und das bedeutet, das, was ihn beschäftigt, er hat Angst, dich zu verlieren. Bezüglich auf seinen Gedanken entstehen oft negative Gedanken, oh, das wird sowieso nichts. Dann kann dieser Dieb helfen und die negativen Gedanken entfernen. Und er spürt dann immer mehr und immer stärker diese Liebe und auch diese Vertrautheit. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Hier sehen wir noch Zweifel oder negativen Gedanken oder Verlustangst. Aber das ändert sich, er ändert seine Einstellung, kommt immer mehr zur Bewegung und dieses Glück entspricht seinen Gefühlen und er hat jetzt diese optimistische Haltung. Er möchte, dass alles vorangeht, er möchte Veränderungen, die negativen Sachen oder Kontakten soll dieser Dieb entfernen. Er ist in dieser Wandlung, in dieser Veränderung. Was er spürt, das ist das Glück und er denkt an diese Liebe. Was wird er tun? Diese Militärperson kann jemand sein von Gericht oder von einem Amt. Vielleicht ist er in dieser Situation und er berichtet darüber. Hier sind auch seine Gedanken und er teilt das mit, was er denkt. Ich glaube, er zeigt auch, was er fühlt. Und diese Militärperson kann jemand sein in seiner Umgebung, der befehlt ihm etwas und er hat keine Lust mehr dazu. Oder kann auch seine Haltung sein, diese strenge Haltung. Und vielleicht war das so in der Vergangenheit, dass er zeigte diese Strenge. Aber dieser Dieb kann das auch entfernen, kommt er zum Leichtigkeit, zum Bewegung, zum Glück und seinen Gedanken ist, dass er das andere jetzt darstellt. Er verändert sich und er möchte dir das auch zeigen. Was verbindet euch? Diese Hochzeit. Also das ist eine starke Verbindung, kann sogar sein, er möchte dich heiraten, weil er Angst hat, dich zu verlieren, aber er will das nicht unbedingt befehlen, sondern er spricht über seinen Plänen und er hat dieses Glück und auch diese Bewegung, dass von dir auch etwas kommt, Begeisterung.
oder du sagst, was du planst, was sind deine Gedanken und auch deine Gefühle. Und das war das 3-Fragezeichen-Orakel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.